Regional ist ja ein hochbelastetes Wort. Jeder weiß, was damit gemeint ist, aber es sagt erstmal gar nichts. Das hat ja nichts mit Qualität zu tun. Wenn der Bauer die falsche Kartoffel im falschen Boden hat, ist es ein regionales Produkt, ist aber trotzdem scheiße. Ich habe 9 Geschwister, wir waren Selbstversorger am Bauernhof. Wir haben Hühner gehabt, Hasen, Schweine, Kühe. Mein Vater hat über 60 Jahre lang Bienenvölker gehabt. Das war so ein Gesamtnetzwerk und wir haben im Kreislauf der Natur eigentlich gelebt. Mein Name ist Johannes King, ich bin 53 Jahre alt, seit 35 Jahren Koch aus Leidenschaft und Überzeugung und ich betreibe den Söllringhof in Rantum auf Sylt mit einem 2-Sterne-Restaurant. Jede Region hat eine kulinarische Identität. Wir hatten vor 12 Jahren angefangen, dass wir keine Fische mehr verwenden, die südlicher als Hamburg schwimmen. Und das hat uns ganz schön unter Druck gebracht, weil wir dann erstmal viel genauer schauen mussten, was gibt es eigentlich. Und dann kam auf einmal Wittling, dann kam Knorrhahn, dann kam Makrele, dann kam Meeresche, Dorade, Sampia und sowas. Das ist alles verschwunden, nicht weil wir das nicht gut finden, sondern weil es nicht in unsere kulinarische Identität reinpasst. Und Kreativität wird dadurch in keinem Fall eingeschränkt, sondern im Gegenteil, die wird erst recht herausgefordert. Der Garten ist für uns, das ist Rückzugsgebiet, Inspirationsgebiet, aber es ist wahnsinnig viel Genuss. Früher hat man gesagt, man hat Unkraut im Garten, heute sagt man, man hat Wildkräuter im Garten. Garten ist hier das eine, Salzwiese, wo Salzwiesenpflanzen wachsen, ist das andere und die Mischung daraus gibt ein wahnsinniges Füllhorn. Wir haben vom 1. Januar bis zum 31. Dezember immer etwas, was wir ernten können und das macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss sich das vorstellen, das ist wie ein riesen Setzkasten. Und je besser diese Kästchen gefüllt sind, desto einfacher kann man nachher kochen. Man fügt die Dinge dann zusammen. Wichtig ist einfach die Präzision, der Qualitätsgedanke dann eben auch. Die Teamarbeit ist ganz wichtig und dass die Dinge auch ineinander greifen. Am Ende meiner Lehre hatte ich meine ersten Birkenstock-Schuhe. Für die Arbeit, weil die eben auch vorne zu sind. Zu Hause hatte ich mir diese typischen Sandalen mit den 2 Riemen gekauft und die latscht man eigentlich so wunderbar innerhalb von 10, 20, 25 Jahren mal so richtig aus. Man will sie aber nicht wegschmeißen. Paul Bocuse ist mal gefragt worden, sagen Sie mal, wer kocht denn eigentlich, wenn Sie nicht da sind? Da sagte die gleichen Leute, die kochen, wenn ich auch da bin. Also ich alleine könnte es ja nicht machen. Es braucht ein ganzes Team, was gut funktionieren muss, was auch gut eingestellt ist. Und wenn jeder da seine Gastgeberrolle übernimmt, dann spielt es auch keine Rolle, wenn der Fischkopf mal nicht da ist.